Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Karl Kinzel. Ich bin stellvertretender Geschäftsführer des Umweltbundesamtes und freue mich, heute ein Gespräch führen zu dürfen. Es wird extra kosten, ein Gespräch. Liebe Helga, ich bin seit mehr als 33 Jahren am Umweltbundesamt. Warum erwähne ich das? Es war damals 1986. Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Tschernobyl, wie auch immer. Es war meine erste Publikation, die ich am Umweltbundesamt überhaupt gemacht habe, Österreich und die Folgen für Tschernobyl. Und es war notwendig, dass wir uns damit auseinandersetzen, wann welche radioaktiv belasteten Wolken nach Österreich kommen. Es ist also wichtig zu wissen, in welcher Höhe Luftpakete von irgendwo anders hin transportiert werden, und diese Luftpakete, die transportieren etwas. Das können Treibhausgase sein, das können Schadstoffe sein, das können radioaktive Partikel sein. Und deshalb habe ich damals an einer Arbeitsgruppe teilgenommen, an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, und die wurde von Helga Kromp-Kolb geleitet. So habe ich Helga kennengelernt. Wir sind seit mehr als 33 Jahren bekannt, deshalb sind wir auch schon lange per Du, und Sie erlauben uns, dass wir auch bei diesem Gespräch per Du bleiben. Helga Kromp-Kolb entstammt einer Diplomatenfamilie, hat das Institut für Umweltmeteorologie an der Universität Wien geleitet und war zuletzt auch die Leiterin am Institut an der Universität für Bodenkultur und Zentrum für globalen Wandel. Ein ganz wichtiges Thema, denn die Luftpakete, die von irgendwo her transportiert werden, haben sehr konkrete Auswirkungen auf jeden von uns, auf unser Verhalten zum einen, ist heiß, ist kalt, regnet es gerade nicht, was tun wir denn die ganze Zeit, und auf das, was wir zu uns nehmen, was wir einatmen und wohin überall diese Partikelchen gelangen und wie es sich mit dem Klima insgesamt verhält. Das Motto von diesem Festival lautet Unheil und Hoffnung. Und ich möchte dieses Gespräch auch in diese zwei Teile teilen. Zuerst das Unheil, dann die Hoffnung. Ich möchte aber jetzt auf die konkreten, wie viel ist denn beim Klimawandel wirklich vom Menschen und wie viel nicht, und gibt es ihn wirklich oder gibt es ihn nicht. Also wenn da konkrete Fragen sind, dann machen wir das in der Publikumsrunde, die wir anschließen. Wir werden ungefähr so 40 Minuten, dreiviertel Stunde Gespräch führen, und dann haben Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen oder Ihren Beitrag zur Diskussion zu leisten. Liebe Helga, dieser heiße Sommer, diese Dürre für die landwirtschaftliche Produktion, viele Landwirte haben da ihre Probleme, kommt auf die Region an. Das Thema in den Städten, die aufgeheizten Städte, und auf einmal gibt es nicht nur Wärmestuben im Winter, sondern Kältestuben im Sommer. Hat viele Ursachen. Du hast unter anderem Bücher geschrieben, Artikel gefasst, das letzte plus 2 Grad, das du gemeinsam mit dem Herbert Vormeier von der Universität für Bodenkultur geschrieben hast. Und du hast da nicht nur auf die Meteorologie Bezug genommen, bei weitem nicht. Du hast hier ein breites Feld aufgespannt. Es sind in den letzten Tagen sehr viele Meldungen zum Klimathema gekommen. Wir hatten den UN-Klimagipfel. Es gab diesen Bericht vom Weltklimarat zu Ozean und zu Eis. Hast du irgendetwas Neues gelernt? Ja, also zunächst guten Tag. Schönen guten Tag. Freut mich, hier zu sein, und ich freue mich wirklich auf das Gespräch mit dir, Karl. Wir führen zwar viele Gespräche, aber wir haben selten so viel Zeit, wirklich miteinander zu reden, wie wir das hier haben werden. Und ich freue mich wirklich auf das Gespräch, auch weil ich deine Überlegungen zur Entwicklung der Welt, aber auch Österreichs, immer sehr schätze. Und vielleicht können wir hier gemeinsam auch mit anderen Menschen, die interessiert sind, etwas teilen. Ja, ich habe etwas gelernt, aber leider das, was man eigentlich bei jedem Bericht wieder neu lernt,
nämlich dass der vorige Bericht die Entwicklungen unterschätzt hat. Also auch dieser Bericht, insbesondere wenn man sich anschaut, was drin steht über den Meeresspiegelanstieg, setzt wieder was drauf zu dem, was im Sachstandsbericht 2014 gestanden ist. Was sich aber schon immer wieder abzeichnet. Es ist ja leider so, dass zwar der Wissenschaft immer wieder vorgeworfen wird, dass wir Panik machen und dass wir nur versuchen, Forschungsgelder zu bekommen und deswegen den Klimawandel so in die Höhe spielen. Die Tatsache ist, und das kann man wirklich von Bericht zu Bericht nachlesen, die Berichte, die großen Berichte erscheinen so alle 5 bis 7 Jahre und dazwischen gibt es eben Spezialberichte wie vor einigen Monaten den zur Landnutzung und jetzt den zum Ozean und zum Eis. Und jeder dieser Berichte sagt eigentlich, es geht alles schneller, als wir dachten. Also die Entwicklung ist rascher, als wir dachten. Nicht so sehr die Temperaturentwicklung, weil der Zusammenhang zwischen Temperatur und Treibhausgaskonzentrationen, den verstehen wir relativ gut und den können wir ziemlich gut modellieren. Aber wie schnell reagiert die Natur auf die Temperaturänderungen? In diesem Bereich unterschätzen wir systematisch. Und das gilt eben fürs Schmelzen des Eises. Da war schon bekannt, das ist auch schon 2014 im Bericht wieder einmal im Bericht gestanden, dass wir das Schmelzen des Eises nicht wirklich gut verstehen und daher nicht gut modellieren können und möglicherweise unterschätzen, aber es bestätigt sich jetzt immer wieder und ich denke, dass das noch keineswegs der Endpunkt ist, sondern dass es tatsächlich noch weiter und noch schlimmer gehen wird. Das ist sozusagen vom Bericht her, was vielleicht das Beunruhigendste ist. Von den Aktivitäten her, die jetzt passieren, kann ich das nur positiv sehen. Also, dass es einen UNO-Klimagipfel gab und dass, wie viele Menschen sich da engagiert haben, das sehe ich also extrem positiv sozusagen. Mit den zunehmend negativen Meldungen aus der Wissenschaft gibt es zunehmend positive Meldungen aus der Zivilgesellschaft, würde ich sagen, aus der Bevölkerung. Weniger aus der Politik, aber aus der Bevölkerung, ja. Da gibt es in der Zivilgesellschaft sehr starke Bewegungen. Ein Name, der natürlich immer wieder auftaucht, ist die Greta Thunberg. Da gibt es ja diesen schönen Cartoon, wo der Herr Trump hinter der Greta Thunberg steht und er sagt, I am Great, und sie sagt, I am Greta. Toll. Kenne ich nicht, aber der ist gut. Ja. Das, wenn man dieses Video da gesehen hat, diesen knapp 1,5 Minuten Statement, das sie bei dem UN-Klimagipfel gehalten hat, da war sie von dem Gesichtsausdruck richtig zornig. Ist es notwendig, Zorn zu zeigen? Also das ist das, wovor ich ein bisschen Angst habe. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Reaktion der Politik so langsam ist, dass die Jugendlichen zornig werden. Zornig werden, nicht mehr gewaltfrei bleiben. Und das ist, glaube ich, keine Entwicklung, die sich irgendwer wünschen kann. Also ich glaube, es ist wirklich notwendig, die Sorgen der jungen Leute ernst zu nehmen, weil es sind ja nicht nur ihre, es sind ja auch unsere Sorgen, ernst zu nehmen und darauf zu reagieren mit konkreten Handlungen und nicht mit entweder Hohn, wie wir es ja auch erlebt haben, oder mit so beschönigenden Worten. Wir sind ja auf eurer Seite, wir tun ja eh schon. Nicht so leicht kann man den jungen Leuten nicht Sand in die Augen streuen. Sie sehen ja genau, was sich in Österreich tut oder auch, was sich weltweit tut. Also da, ich glaube, es wäre ganz, ganz wichtig, dass tatsächlich Maßnahmen getroffen werden, die Ernsthaftigkeit nicht nur demonstriert wird, sondern wirklich da ist, um den jungen Leuten zu zeigen, ja, wir haben euch schon verstanden und was immer, Gewalt oder auch irgendwelche Diktaturen sind kein Ausweg, nicht? Also es geht nicht um Diktaturen oder Gewalt, es geht um friedlichen Protest, aber der muss auch gehört werden, denn es ist den jungen Leuten schon klar, dass uns die Zeit davonläuft, nicht? Das ist nicht etwas, wo man sagt, das machen wir halt dann in 10 Jahren, nicht? Das muss jetzt sein und das macht mir Sorgen. Wenn man sich so ansieht, was so in der Welt passiert und wo die letzten so sozialen Unruhen waren, so war dieser Zeitpunkt in Ägypten, wo es wegen einer Verteuerung der Lebensmittel zu diesen
Bewegungen kam. Auch in Syrien war es letztlich eine Dürreperiode, die viele in die Städte trieb und es dann zu so einem Bürgerkrieg kommt. Das heißt, ist nicht eigentlich der Hunger das größere Problem und müssten wir uns nicht zuerst um das Reduzieren des Welthungers kümmern und erst dann um den Klimawandel? Also diese konkreten Beispiele des Hungers sind klimawandelbedingt. Das heißt, es ist ganz wesentlich auf Klimaänderungen zurückzuführen, auf die Dürre eben, eine fast sechsjährige Dürre. Das ist nicht zu leugnen, dass das ein Teil des Klimawandels ist. Das heißt, der Klimawandel verursacht viele Probleme, aber auf jeden Fall verschärft er Probleme. Und es liegt schon etliche Jahre zurück, da haben Harald Welzer und Legevi gemeinsam ein Buch geschrieben, das heißt Klimakriege. Und sie weisen nach, dass einfach ein Gutteil der Kriege durchaus mit klimatischen Veränderungen zusammenhängen. Jetzt heißt das nicht, dass das die einzige Ursache ist und der syrische Bürgerkrieg würde sicher nicht nur wegen des Klimawandels weiter anhalten. Da geht es schon um Einflussnahmen von ganz anderen politischen Mächten, die halt da Interessen verfolgen und so weiter. Aber sozusagen die Grundlage, ein Krieg entsteht nicht auf einem Boden zufriedener Menschen. Nicht? Der Krieg entsteht auf Unzufriedenheit, entsteht auf Sorge, entsteht auf keinen, dass man keine Zukunftschancen sieht. Und da spielt eben der Klimawandel sehr häufig eine Rolle. Und das ist, das sollte man nicht übersehen. Natürlich muss man den Hunger bekämpfen. Natürlich, das ist das, was Menschen ja auch ganz unmittelbar spüren. Nur, und das ist erfreulicherweise, hat sich das in Österreich diese Erkenntnis eigentlich schon anlässlich des Klimagipfels in Kopenhagen, der ja sonst ein bisschen katastrophal war, aber hat sich das schon gezeigt, da haben die NGOs zum ersten Mal gesagt, ja, es geht nicht darum, ob wir jetzt eine NGO sind, die Armut bekämpfen will oder wir eine NGO sind, die das Finanzwesen in Ordnung bringen will oder wir eine, die sich um die Umwelt kümmern. Wir müssen das alles miteinander machen, weil wir das eine nicht ohne das andere schaffen. Also wir können den Hunger nicht bekämpfen in einer Welt, ich meine, wir können ihn schon bekämpfen, aber wir werden nicht erfolgreich sein in einer Welt, wo sich das Klima ständig ändert. Das Klima ändert sich schneller, produziert schneller zusätzlichen Hunger, als wir je bewältigen können mit irgendwelchen Hilfsprogrammen. Andererseits können wir nicht erwarten, dass Menschen, die Hunger haben, sich um Klima kümmern. Das heißt, wir brauchen auch diese Menschen, dass sie auch mithelfen, den Klimawandel einzudämmen im Rahmen dessen, was in ihren Möglichkeiten liegt. Aber das hat durchaus auch Aspekte wie Brennholz sammeln und solche Sachen. Also da kann man durchaus auch Maßnahmen setzen. Das heißt, es geht darum, diese Sachen gleichzeitig zu machen. Und das finde ich das Schöne an den nachhaltigen Entwicklungszielen der UNO, die ja auch 2015 beschlossen wurden. Das sind die Nachfolgeziele nach den Millenniumszielen, die jetzt 17 Ziele sind und die meisten sagen, um Gottes Willen 17 Ziele gleichzeitig. Aber genau in der Gleichzeitigkeit liegen auch die Lösungsmöglichkeiten. Und das finde ich ganz, ganz großartig, weil sich da Handlungsspielräume eröffnen, die man sonst nicht hat. Also wenn ich nur über Klima nachdenke, komme ich nicht so weit, wenn ich nicht das Energiesystem verändere. Aber es gibt eben auch ein Ziel, ein Energiesystem zu schaffen, das sauber und nachhaltig ist. Und wenn ich beides kombiniere, komme ich schon ein Stück weiter. Wenn ich dann gleichzeitig auch noch den Hunger bekämpfen will oder die Gesundheit fördern, was immer, da gibt es dann eine Fülle von mehr Möglichkeiten. Also Gesundheitsförderung zum Beispiel, einer der Subziele in der Gesundheitsförderung ist, die Zahl der Verkehrstoten reduzieren. Und die Zahl der Verkehrstoten kann ich sehr gut reduzieren, indem ich die Zahl der Autos reduziere. Also zum Beispiel die Raumplanung so gestalte, dass ich viel mehr zu Fuß gehen kann, mit dem Fahrrad fahren kann, öffentlichen Verkehr benutzen kann. Und das ist zugleich eben nicht nur reduziert Verkehrstote, sondern stärkt auch die Gesundheit derer, die gehen und die fahren. Da gibt es Studien, die zeigen das. Die Wissenschaft hat ja zu sehr vielen dieser Sachen wirklich handfeste und gute Belege. Naja, und wenn ich das mache, habe ich gleichzeitig wieder Klimaschutz betrieben. Habe gleichzeitig eine Reduktion von Energiebedarf. Das heißt, ich muss weniger fossile Energie importieren. Also es gibt eine Fülle von positiven Wirkungen, die wir nicht nützen können, wenn wir so monokausal denken und nur auf ein Ziel hinarbeiten.
Sehr geehrte Damen und Herren, Sie können sich die Fragen vorstellen, die ich alle gestellt hätte, auf die Antworten, die Helga schon gegeben hat. Danke dafür. Du sprichst auch in deinem Buch die Ziele, die 17 Ziele der UN, Sustainable Development Goals, diese Nachhaltigkeitsziele an, extrem wichtig. Du hast jetzt öfters gesagt, wir müssen. Und du hast Klaus Wegeli zitiert. Klaus Wegeli hat ja auch ein Buch geschrieben, Die Konsultative, wo er eine vierte Macht im Staat vorschlägt. Neben den dreien Grundlagen der Demokratie, die wir haben, wäre es die Konsultative. Wie sehr ist da dieses Wir repräsentant für diese Idee? Vielleicht kurz gesagt, die Konsultative ist ein Vorschlag von Klaus Wegeli, die sagt, es soll eine gewisse Anzahl an Bürger und Bürgerinnen nominiert sein, die für eine klare Periode, aber nicht länger, über all die Gesetze, die der Nationalrat oder der Bundesrat, je nachdem, wie auch die Konstitution ausschaut in einem Staat, sollen sie diese Gesetze bekommen, diskutieren, abändern, Vorschläge zu deren Konkretisierung machen etc., damit diese Weisheit der vielen, Klugheit des Volkes, die aber vor allem nicht abhängig sind von Wahlen, dazugeben können. Und es gibt zwei Bedingungen. Erstens, sie dürfen keiner Partei angehören, was ich ja wieder sehr spannend finde, denn dann hat man nicht Interessen von irgendjemandem zu vertreten, sondern die eines Bürger, einer Bürgerin. Also die Konsultative, was hältst du davon? Sind das wir? Möglicherweise. Ich bin nicht so sicher. Ich glaube schon, dass es diese, wie soll ich sagen, unabhängige Kontrolle geben sollte im Staat. Ich habe immer eher in Richtung auf einen Waisenrat gedacht. Die Periode muss lang sein, weil es eben gerade bei solchen Themen wie Klimawandel um langfristige Sachen geht. Also wenn ich immer nur auf den kurzfristigen Erfolg, kurzfristigen Gewinn, was immer schaue, dann werde ich den Klimawandel nie wirklich das Problem nicht lösen können. Das heißt, da muss langfristig gedacht werden. Und das heißt, es muss auch sozusagen eine Körperschaft oder Menschen geben, die sagen, aber bitte, vor 5 Jahren habt ihr gesagt das oder nicht. Und dass die politischen Parteien zumindest sagen müssen, ja, wir haben dazugelernt, aber nicht so einfach nach Gutdünken ihre Meinung ändern können. Also, und es geht eigentlich auch darum, dass wenn man ein langfristiges Ziel vor Augen hat, dann kann man auch Verschlechterungen dazwischen in Kauf nehmen. Was ja jeder von uns tut, wenn ich eine große Ausgabe vor mir habe, dann muss ich vorher sparen. Das wird jedem klar sein und dann nimmt auch halt in Kauf, dass der Urlaub nicht so teuer wird wie im Jahr vorher oder dass man halt nicht so oft ins Kaffeehaus geht oder was immer. Also irgendwo wird man sparen. Und diese Verschlechterung, die nimmt man in Kauf, weil man weiß, wofür man das tut und weil am Ende etwas herauskommt, was man halt haben will. Und das funktioniert in einem Staat, wo man alle 4 Jahre oder noch öfter wählen, ganz schlecht. Da ist im Grunde genommen, sind es lauter ganz kurzfristige Sachen, die dann entscheidend sind. Erstaunlicherweise sowohl in der Vergangenheit als auch für die Zukunft. Und dem könnte so eine Konsultative durchaus was entgegensetzen. Ich glaube aber, dass wir viel stärker wieder in die Basisdemokratie zurück müssen. Also wenn die Konsultative, sozusagen dieses offizielle Gremium, gespeist ist von der Information, die aus vielen lokalen und regionalen, wie immer man sie nennen will, Bürgerräten oder sowas kommen, dann kann ich mir das vorstellen. Aber ja, ich meine, in Island hat es funktioniert mit der verfassungsgebenden Versammlung. In Island hat es nach Skandalen aller Art, wo sozusagen alle politischen Parteien zunächst einmal diskreditiert waren, hat man sich bewerben können, um in die verfassungsgebende Versammlung zu gehen.
Und das ist nach, ich weiß nicht genau wie, aber nach Los oder so irgendwie entschieden worden. Und es waren dann öffentliche Sitzungen, wo auch das Fernsehen hat es übertragen und man konnte jederzeit mit den modernen Medien sich einbringen. Und daraus ist eine Verfassung entstanden. Und das finde ich ganz beachtlich, dass das geht. Dass wirklich ein ganzes Volk mitarbeiten kann an der Entstehung einer Verfassung. Unrühmlich ist, was nachher passiert ist, weil das Parlament die Verfassung dann nicht ratifiziert hat. Aber da könnte man ja vielleicht auch noch nachhelfen. Aber also ich glaube, dass wir nicht ohne eine viel stärkere Einbindung der Zivilgesellschaft, wobei ich nie weiß, warum die Zivilgesellschaft heißt. Dieses Wort stört mich schon seit Ewigkeiten. Ich weiß nicht, vielleicht hast du eine Erklärung. Aber im Grunde, die Zivilgesellschaft sind wir alle, nicht? Also die wir halt nicht, so wir nicht in einer politischen Partei oder organisiert sind. Und also durchaus auch Angehörige des Bundesheeres sind Teil der Zivilgesellschaft. Also irgendwo ist mir das Wort nicht sehr gut erklärbar. Aber es geht im Grunde genommen darum, dass die Bevölkerung mitentscheiden kann. Und was man eigentlich vorausschicken müsste, ist eine Diskussion darüber, was ist uns wichtig und was ist uns weniger wichtig und was können wir, auf was wollen wir nicht was wollen wir nicht hergeben? Also ich denke zum Beispiel, in Österreich wäre es schon unsere Natur. Ich glaube nicht, dass es viele in Österreich gibt, die sagen, unsere Natur ist uns völlig egal und ob da jetzt überall die alle verbaut wird, das ist uns wurscht. Also das glaube ich nicht. Aber es gibt auch andere Sachen. Ich glaube, dass den Österreichern und Österreichern durchaus auch Solidarität wichtig ist. Es muss nur als solche angesprochen werden. Es muss auch gesagt werden. Und wenn wir uns da stärker einigen könnten oder überhaupt einmal darüber reden könnten, was ist uns alles wichtig, dann glaube ich, hätten wir überhaupt kein Problem, gute Klimagesetze zu schaffen. Weil da würde sich zeigen, meines Erachtens, und ich bin da ziemlich sicher, dass ich da nicht falsch liege, meines Erachtens würde sich zeigen, dass das sehr gut Hand in Hand geht, dass das, was man braucht, auch die wirklich tief liegenden Bedürfnisse der Bevölkerung abdeckt. Und zwar nicht diese oberflächlichen, dass mein Fernsehbildschirm größer ist als der vom Nachbarn oder so. Nicht das, sondern wirklich, ich möchte Zeit haben für die Familie. Ich möchte in einer intakten Natur wandern gehen können. Ich möchte Kultur genießen können. Ich möchte die Möglichkeit haben, mich auszubilden. Das sind Sachen, die, glaube ich, wirklich die Lebensqualität ausmachen. Und um die geht es letzten Endes. Und da glaube ich, wenn die Konsultative ein Weg ist, dass diese Diskussionen geführt werden, dass diese Diskussionen dann auch entscheidend werden für das, was gewählt wird, wie gewählt wird, wer sich überhaupt als Politiker zur Verfügung stellt und aus welchen Motiven, dann bin ich sehr für eine Konsultative. Also wenn Sie noch nicht wählen waren, heute bis 17 Uhr, wenn Sie überhaupt wählen dürfen, das ist ja auch nicht ganz so deutlich und klar, aber ganz wesentlich ist es natürlich zu wählen, aber so wie du jetzt sehr häufig und sehr intensiv dargestellt hast, es ist notwendig, zwischendurch zu handeln und auch zwischendurch die Stimme zu erheben. Du hast gesagt, wir müssen auf das eine oder auf das andere verzichten, es muss weniger werden. Das spielt ein bisschen unterschiedliche Gruppen in der Gesellschaft gegeneinander aus. Ist die Klimapolitik die neue Sozialpolitik? Ich glaube, dass es Klimapolitik ohne Sozialpolitik nicht gibt und ich glaube auch, dass es keine Sozialpolitik ohne Klimapolitik gibt. Das haben wir jetzt 30 Jahre lang versucht und es ist gescheitert. Das heißt, die zwei müssen Hand in Hand gehen. Und ich finde es ja auch bedauerlich, dass das nicht aufgegriffen wird, nicht wirklich aufgegriffen wird von den politischen Parteien, weil es ist ein aufgelegtes Thema. Und natürlich geht auch eine Sozialpolitik nicht ohne Wirtschaftspolitik und eine Wirtschaftspolitik nicht ohne Sozialpolitik. Also im Grunde genommen brauchen wir ja nicht die Entweder-Oder, sondern wir brauchen die sowohl als auch. Nicht? Und natürlich gibt es unterschiedliche Interessen, aber das ist ja das Wesen eines politischen Aushandlungsprozesses, dass man genau darüber redet und sagt, ja, ich möchte dieses Problem lieber so lösen und für andere möchte es lieber so lösen. Und dann muss man halt schauen, warum willst du das? Was
was vermeidest du oder was gewinnst du dabei? Und meistens geht es ja um etwas, wovor wir Angst haben. Und die Frage ist, kann man nicht das, was wir haben wollen, so gestalten, dass wir nicht Angst haben müssen vor den Nebenwirkungen? Um das geht es letzten Endes. Und das sollte eigentlich das Anliegen aller Parteien und auch aller Politiker sein und Politikerinnen. Du hast jetzt sehr viele Bevölkerungsgruppen angesprochen und immer wieder davon gesprochen, dass man was tun soll. Und in deinem Buch führst du aber die 7 Drachen der Untätigkeit an. Was sind das für Gespenster? Ja, das ist eine Publikation eines Kollegen, die ich sehr hilfreich finde. Der hat sozusagen beschrieben in 7 Kategorien, was uns alles daran hindert, etwas zu tun, von dem wir an sich irgendwo, entweder mit dem Kopf oder tief drinnen, wissen, dass es notwendig wäre. Das ist sozusagen der Katalog der Ausreden, die wir verwenden. Und die sind einfach wirklich da. Und das merkt man auch an den Fragen, die man bekommt, das merkt man an sich selber. Also auch ich denke mir oft, warum gerade ich und nicht der andere und warum gerade jetzt und nicht dann. Und wer weiß, ob es wirklich so ist. Also alles das, was man so parat hat, um gerade jetzt und jetzt nicht handeln zu müssen, was macht das schon, wenn ich das eine Mal jetzt das tue oder so. Und das glaube ich, es hilft, wenn man die kennt, nicht? Weil wenn sie einem dann entgegentreten im eigenen Denken oder auch von anderen, dann weiß man schon, aha, das ist der oder das ist dieser Gedanke und dann kann man sich überlegen, ob ihm nachgibt oder nicht. Aber wenn er so völlig unerkannt daherkommt, dann unterliegt man ihm viel leichter. Also ich glaube, dass das Verstehen, wie gut wir als Menschen ausgerüstet sind, Sachen zu verdrängen, Ausreden für das zu finden, was wir tun oder was wir eben nicht tun, das ist schon wichtig. Und ich meine, weil du mit der Kernenergie angefangen hast, wenn man sich anschaut, wie die Umfragen von Menschen, die weit weg von den Kernkraftwerken oder weiter weg von Kernkraftwerken wohnen, die ganz nahe wohnen, die ganz nahe haben keine Angst. Aber das ist nicht, weil sie keine Angst haben, sondern weil sie sich ständig verdrängen, nicht? Und die etwas weiter weg sind, die haben schon mehr Angst, nicht? Also wir sind einfach unheimlich gut. Wir verstehen es, uns mit dem, in dem zurechtzufinden, in dem Denken und in dem Handeln, in dem wir drinstecken. Und wir müssen aber rauskommen aus dem. Und dazu müssen wir diese Drachen der Untätigkeit kennen. Einer ist eben auch Wissen oder Unwissenheit. Wenn wir jetzt unser Wissen dafür nutzen, um es zu verdrängen, ist das natürlich eine ganz perfide Methode. Es sind Ideologien, es sind sehr viele Bereiche, die du da ansprichst oder die angesprochen werden. Aber es ist generell offenbar auch eine Diskussion, wie wird produziert, was wird produziert, wer konsumiert, was sind die Rahmenbedingungen der Politik, was tun wir Konsumenten, Konsumentinnen, was macht die Wirtschaft, also dieses Dreieck quasi. Und auf einmal darf man wieder von einer Kapitalismuskritik, man darf darüber sprechen. Und da möchte ich einen Satz aus deinem Buch auch vorlesen. Und da heißt, ein Kapitel ist eine Frage der Weltanschauung. Kaum jemand bezweifelt die grundsätzliche Lösbarkeit der großen globalen Probleme, allen voran des Klimawandels. Zweifel regen sich bezüglich der Bereitschaft, die notwendigen Eingriffe in das Wirtschafts- und Geldsystem und in den eigenen Lebensstil zu tätigen. Das heißt, es braucht so etwas wie eine richtige Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Ja. Die braucht es. Die braucht es ganz bestimmt. Aber es ist nichts, wovor wir Angst haben müssen. Wir müssen vor dem anderen Angst haben. Wir müssen davor Angst haben, dass sie nicht passiert. Weil wir ja, der Klimawandel ist ja nur ein Thema. Nicht das Klima, ich meine, es ist ein ganz besonderes Thema, weil es so dringlich ist und weil der Fortschritt so rasch ist und weil es tatsächlich einen Entwicklungsstand geben kann, der gar nicht so weit weg ist, jenseits dessen wir das Klima nicht mehr stabilisieren können. Also das ist nicht ein, wir stabilisieren bei 2 Grad oder bei 3 Grad oder bei 4 Grad, wie es sich halt gerade ausgeht, sondern
entweder wir können noch stabilisieren oder wir können nicht mehr stabilisieren und dann heißt es, es wird immer wärmer. Also das ist schon was ganz Spezielles. Aber es gibt was anderes, was meines Erachtens durchaus möglicherweise in kurzer Zeit auch in diesem Bereich ist, das ist der Biodiversitätsverlust, also der Artenverlust, wo im Moment noch die Hauptursache für den Verlust der Arten ist, dass wir das Habitat der Pflanzen und Tiere zerstören. Und an zweiter Stelle steht die direkte Ausnutzung, wie zum Beispiel die Überfischung der Meere. Aber an dritter Stelle ist schon der Klimawandel. Aber die Auswirkungen des Klimawandels, die gehen so exponentiell nach oben. Das heißt, wenn das jetzt an dritter Stelle ist, ich denke, mit dem nächsten halben Grad Erwärmung ist es dann wahrscheinlich schon an erster Stelle. Es geht unheimlich rasch. Und diese Veränderungen, die müssen wir aufhalten. Und deswegen ist das was Besonderes, dass der Klimawandel. Aber es gibt eben viele Bereiche, wo wir in unser globales Ökosystem eingreifen und wo wir es überfordern. Und das hängt mit dem Wirtschafts- und dem Geldsystem zusammen, weil wir ein Wirtschaftssystem haben und nicht nur wir haben es, wir jetzt meine jetzt mit industrialisierten Ländern, sondern wir haben es allen anderen auch aufgeschwatzt, würde ich fast sagen, nicht? Also mit Werbung und so weiter als attraktiv erscheinen lassen. Und das ist ein Wirtschaftssystem, das nur stabil ist, wenn es wächst. Und ja, das Einzige, was im Körper zum Beispiel unbegrenzt wächst, ist Krebsgeschwüre, nicht? Und das ist ungesund. Also etwas, was in einem begrenzten System unbegrenzt wächst, kann nur Schaden anrichten. Das heißt, wir müssen zu einem Wirtschaftssystem kommen, das nicht wachsen muss, um stabil zu sein. Und das ist jetzt nicht so, dass das völlig aus der Welt ist und sowas hat es noch nie gegeben. Im Gegenteil, sowas wie wir jetzt haben, hat es noch nie gegeben. Und es ist auch nicht so, dass wir auf irgendein System von früher zurückkommen müssen. Wir können ja was Neues finden, aber es darf nicht wachsen müssen, um stabil zu bleiben. Und das Geldsystem ist ein Motor dieses wachsen müssen, um stabil zu sein. Und daher müssen wir auch am Geldsystem schrauben, was wir ja im Übrigen auch schon tun, im Moment noch sehr im Kleinen. Also es gibt die Tauschkreise, es gibt die lokalen Währungen, es gibt ja alles Mögliche. Das im Grunde genommen zeigt, das normale Geldsystem löst nicht alle Probleme oder schafft so sehr viele sogar. Das heißt, hier muss Veränderung einsetzen. Und noch einmal, ich glaube nicht, dass das etwas ist, wovor man sich fürchten soll, aber es wäre sinnvoll, wenn es etwas wäre, was wir alle gemeinsam machen und wo wir nicht an den einen großen Führer hoffen, auf den hoffen, der dann die Lösung parat hat und die macht uns dann alle glücklich. So wird es nicht funktionieren. Wir brauchen die Pluralität, wir brauchen die Vielfalt der Ideen. Auch die Wissenschaft kann die Antwort nicht geben. Die Wissenschaft kann in vielen Punkten sagen, das hat den Nachteil oder das hat den Vorteil oder das ist dort schon versucht worden. Also wir können viel helfen, aber wir sind nicht dazu da, die Antwort zu geben. Das ist ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess. In einer Demokratie sollte das eine Selbstverständlichkeit sein, aber er findet nicht statt. Jedenfalls nicht in dem Ausmaß, wie er sein sollte. Vielleicht muss ich doch noch etwas sagen, weil es so viele Städte, Regionen, Gemeinden gibt, wo dieser Prozess tatsächlich stattfindet, also auch in Österreich. Da muss man schon sagen, es gibt in Österreich auf der Gemeinde- und auf der Bezirksebene, Regionsebene sehr viel, sehr gut laufende, sehr positive Prozesse. Sie werden nur oberhalb nicht wahrgenommen und sie müssten sich eigentlich fortsetzen bis in die Bundesebene. Du sagst also ganz klar, es gibt eine Postwachstumsökonomie. Ja. Ja, jetzt da kommt immer wieder die Frage, ja, was soll denn eigentlich wachsen? Also mir geht es darum, dass der Ressourcenverbrauch nicht weiter wächst. Also das ist für mich ist das, was ich unter Wachstum verstehe. Ein Ökonom versteht darunter, dass das Bruttoinlandsprodukt wachsen soll oder nicht. Und das glaube ich, ist nicht eine Notwendigkeit. Es gibt auch schon Staaten, die den Glücksindex nehmen und sagen, das Glück soll, was immer auch Glück für jemanden ist. Das kann ja sehr unterschiedlich sein. Aber da gibt es sehr viele Beispiele in Österreich, aber auch darüber hinaus. Und das kann dann auch wieder Mut geben. Das ist auf dieser individuellen Ebene. Du hast aber sehr oft auch angesprochen die politische Ebene. Wir haben heute Wahlen. Das Ergebnis sagen viele schon voraus, wie es in etwa ausschauen würde. Und ich gehe jetzt von einer Fiktion aus. Angenommen, du wärst die nächste Klimaministerin. Was sind die ersten drei Maßnahmen, die du sofort setzen würdest?
Hängt ein bisschen davon ab, wer die anderen sind und davon wird auch abhängen, wie lange ich Ministerin bin. Wärst du lieber Finanzministerin? Nein. Ich glaube, letzten Endes geht es wirklich darum, dass eine Regierung gemeinsam agiert. Aber also angenommen, deiner Fiktion folgend, ich wäre Umweltministerin oder Klimaministerin, wie immer, was immer die Kombination ist. Ich glaube, das allererste wäre ein Versuch, sowohl in den politischen Entscheidungsträgern, also von Ministerkollegen und Bundeskanzlerinnen, Kanzlern, wer immer, und Parlamentariern zu erreichen, dass wir mal gemeinsam schon ein Bildungsseminar machen. Dass wir einmal gemeinsam versuchen, ein Verständnis zu gewinnen, was ist das Problem. Weil ich habe die Befürchtung, dass das die meisten noch nicht verstanden haben. Zumindest die Dringlichkeit ist nicht durchgedrungen. Und dasselbe würde ich gerne auf der Verwaltungsebene machen. Es gibt in der Verwaltung unheimlich gute Leute, die das sehr gut wissen, die auch alles in ihrer Macht Stehende tun, um hier weiterzukommen. Aber es gibt eben auch die Blockierer, die das nicht verstanden haben, die nach wie vor irgendein Sektordenken haben, das einfach nicht weiterführt. Also ich glaube, das Erste ist einmal zu versuchen, ein gemeinsames Verstehen zu schaffen, damit man dann an einem Strang ziehen kann. Und die zweite Maßnahme wäre wahrscheinlich, dass man wirklich quer durch das Land Diskussionen anregt. Diskussionen zu diesem Thema. Und wie können Lösungen ausschauen? Und wie schauen die Lösungen in Vorarlberg aus? Die sind vielleicht anders wie die im Burgenland und die in Niederösterreich. Und das macht nichts. Und trotzdem muss man dann auf der Bundesebene schauen, dass man die Rahmenbedingungen dafür schafft, dass diese Lösungen umsetzbar sind. Und das gilt für die Wirtschaft genauso wie für den Einzelnen. Weil es ist schon die Aufgabe der Politik, zu schauen, dass derjenige, der klimafreundlich leben will, es auch kann, ohne ständig tiefer in die Tasche zu greifen wie der andere und ohne ständig mehr Umstände zu haben wie der andere. Das heißt, das Bahnfahren muss billiger und leichter werden wie das Fliegen. Das regional, saisonale, biologische Lebensmittel muss billiger sein als das nicht dementsprechende. Es muss Getreide, Gemüse, Obst billiger sein als Fleisch und andere Milchprodukte. Also die Sachen, das ist ja eigentlich der Sinn von Preisen, dass sie lenken und steuern. Und dazu gibt es auch Steuern und die Steuern können helfen, dass diese Preisgestaltung so wird. Und daran müsste man arbeiten. Und da gibt es aber wirklich schon sehr viele schöne Beispiele weltweit. Und da gibt es auch sehr viele schöne Berechnungsbeispiele aus der Wissenschaft. Das heißt, da kann man wirklich sehr viel machen, ohne noch jahrelange Studien machen zu müssen. Das kann man sehr schnell umsetzen. Nur würde ich es wirklich versuchen, irgendwie in Abstimmung mit den verschiedenen Ebenen und den Menschen zu machen. Es muss verstanden werden. Ich habe in einem Artikel von der Zeitung Die Zeit ein schönes Beispiel gefunden, das ich kurz erzählen und erläutern möchte, wo es genau um das geht, naja, brauchen wir Gesetze oder wozu sind denn Gesetze da? Das war ein Eishockeyspiel in Amerika, wo es früher ja nicht notwendig war oder üblich war, einen Helm zu tragen. Und ein Eishockeyspieler während des Spiels, warum kein Helm? Der Helm begrenzt natürlich das Gesichtsfeld und man kann nicht so rasch reagieren, wenn da jetzt ein gegnerischer Spieler auftaucht oder was auch immer im Gesichtsfeld notwendig ist zu sehen während des Spiels. Und der ist gefallen, auf den Hinterkopf gefallen und das hatte durchaus den Tod zur Folge. In den nächsten Spielen haben auch die anderen keine Helme getragen. Man hat aus dem als solches nichts gelernt, weil es war einfach wichtiger da zu siegen, zu gewinnen. Und dann gab es ein Gesetz des Sportverbandes selbst, die gesagt haben, es darf kein Eishockeyspieler mehr bei einem Match ohne Helm erscheinen und siehe da, das hat gewirkt. Das heißt, man muss verstehen, warum es geht, aber man sagt, mein Gott, es ist unpraktisch, nicht klug, aber wenn es klare Regeln gibt, dann werden diese Regeln auch eingehalten. Das ist ja das, was die Wirtschaft ständig verlangt, was sie immer mit ihrem Level Playing Ground fordert, dass sozusagen die gleiche Regel für alle gelten. Nicht? Und das ist auch verständlich. Nicht? Aber
Ich finde immer, dass die Wirtschaft eine doppelte Aufgabe hat. Sie hat natürlich einerseits die Aufgabe, innerhalb des herrschenden Systems zu schauen, dass was immer sie produziert oder was immer sie tut, auch in einer wirtschaftlich vernünftigen Weise passiert. Aber sie hat auch die Aufgabe zu schauen, dass die Spielregeln so sind, dass die Natur und der Mensch geschützt sind. Und das ist sozusagen, und je größer der Betrieb, je größer die Firma, desto wichtiger ist das, weil desto mehr hat sie politischen Einfluss. Das heißt, ich glaube, es geht schon darum, dass die Wirtschaft auch auf die Politik Einfluss nimmt, nicht nur bilaterale Handelsabkommen oder sonst irgendwas möglichst den Handel zu vereinfachen, sondern zu schauen, wie müssen die Spielregeln ausschauen, damit wir eine Überlebenschance haben. Und die Überlebenschance hängt nicht davon ab, dass wir bilaterale Waren austauschen. Die hängt davon ab, dass wir unsere Ressourcen schonen. Und das heißt, es sind ganz andere Forderungen, die eigentlich von der Wirtschaft kommen müssten. Liebe Helga, wir sind jetzt von meinem Konzept der Zweiteilung in Unheil und Hoffnung absolut abgekommen. Tut mir leid. Aber das ist in einem Gespräch sehr schön und sehr gut. Als letzte Frage, bevor ich aber dann ins Publikum gehen möchte. Du hast an so vielen Diskussionen, Podiumsdiskussionen, Interviews und teilgenommen. Gibt es eine Frage, die dir noch nie gestellt wurde, die du gerne beantworten wollen würdest? Das ist eine schwierige Frage. Also, ich bin neulich in einem Medium zitiert worden mit der Aussage, dass ich nicht mehr daran glaube, dass wir das schaffen. Das habe ich vermutlich nicht gesagt, weil so das entspricht nicht meinem Denken. Ich kenne dich. Aber die Frage, was wäre wenn, glaube ich, sollte man schon stellen. Die Frage, was ist, wenn wir es tatsächlich nicht schaffen? Und die wird kaum gestellt. Es gibt zwar viel Interesse daran, wie katastrophal wird das, aber das ist nicht die Frage, um die es geht, sondern die Frage müsste ja eigentlich sein, wie können wir uns auch darauf vorbereiten? Wie können wir im Versuch, es zu verhindern, dass es so weit kommt, uns gleichzeitig aber vorbereiten, was ist, wenn es doch passiert? Und da, glaube ich, kann man sehr viel machen. Und das Schöne ist, dass vieles von dem, was man machen müsste, um sich auf Chaos, auf nicht mehr funktionierende Strukturen vorzubereiten, zugleich das ist, was man auch machen muss, um Klimaschutz zu betreiben, um Ressourcenschonung zu betreiben. Und die Frage wird ganz selten gestellt oder gar nicht gestellt. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man viel mehr darüber nachdenken sollte. Also nicht, es geht nicht darum, jetzt geben wir den Kampf auf und die Fridays for Future sollen nach Hause gehen, ist eh schon zu spät. Das wäre eine fatale Missinterpretation. Das ist nicht das, was ich meine. Aber ich meine zum Beispiel, die Gemeinde Wien hat jetzt, ich weiß nicht mehr, irgendeine doch recht beachtliche Summe in die Hand genommen und will Bäume pflanzen. Meines Erachtens sollten mindestens die Hälfte dieser Bäume Obstbäume sein. Im Ernstfall haben wir dann in den Parks und in den Alleen Obstbäume stehen. Und das ist zumindest Vitamine, das ist Lebensmittel, das hat alle möglichen anderen Bestandteile. Es gibt viele solche Sachen, wo man sagen kann, ja, das ist an sich eine sinnvolle Maßnahme im Rahmen der erwarteten Entwicklung, aber ich denke zugleich darüber nach, na, was ist im Ernstfall? Und da, glaube ich, ist noch sehr viel Spielraum. Und das hat in der Wissenschaft sogar schon einen Namen, das heißt Deep Adaptation, tiefe Anpassung. Und ich glaube, die sollten wir irgendwo im Hinterkopf immer mitdenken. Ja. Vielen Dank für die Beantwortung deiner noch nicht gestellten Frage. Jetzt kommen wir aber ins Publikum. Es gibt ein Saalmikrofon, das hier bedient wird. Gibt es Fragen, die Sie an Frau Professor Kromp-Kolb stellen wollen? Bitte. Eins, zwei. Drei. Gut. Vier. Hallo. Ich hätte eine ganz kurze Frage, weil Sie jetzt dieses ganz konkrete Beispiel sagen mit den Obstbäumen. Haben Sie tatsächlich die Möglichkeit, eine Regierung oder vielleicht eine zukünftige Regierung mit in solchen Dingen zu beraten oder werden Sie vielleicht auch manchmal dort eingeladen, um Ihre Ergebnisse dort zu präsentieren? Also die Beratungswilligkeit der Regierungen hat abgenommen, würde ich sagen, über die Zeit. Früher war ich in allen möglichen Beratungsgremien, die sind alle so mehr oder weniger nach und nach
nämlich wissenschaftlichen Beratungsgremien, die sind nach und nach gestorben, weil man offensichtlich keinen Rat mehr braucht. Das heißt aber nicht, dass nicht trotzdem Wissen durchdringt. Und gerade jetzt im Wahlkampf haben wir gesehen, es gibt jetzt immer wieder den Ruf nach Beiräten, Klimabeirat, wie immer heißt, Konvent, Beirat, was immer. Nicht? Und weil Sie es jetzt an die Frage an den Obstbäume in der Stadt Wien anknüpfen, es wird einen Wiener Klimabeirat geben, in dem hat man mich gebeten, dabei zu sein, also das kann ich dort dann einbringen. Das Wesen der Beiräte in Österreich war bis jetzt, dass sie sozusagen geheime Beiräte waren. Nicht? Also man berät den Politiker, aber es wird nicht publiziert, was man an Rat gegeben hat. Das ist anders als in Skandinavien. Ich habe das einmal, wie ein so ein Beirat gerade im Sterben lag, dem ich zufällig gerade vorgesessen bin, da habe ich mich dann erkundigt. Und es ist so, dass in Skandinavien das, was die wissenschaftlichen Beiräte oder auch andere Beiräte an Empfehlungen geben, dass das auf deren Homepage nachlesbar ist. Das heißt, man sieht dann, hat die Politik das ernst genommen, was gesagt wurde oder nicht. Es kann ja gute Gründe geben, warum die Politik trotzdem anders handelt, aber dann muss sie es zumindest begründen. Und das wäre, glaube ich, ein wesentlicher Fortschritt, wenn das auch in Österreich erstens tatsächlich die Beiräte existieren würden und zweitens auch ihre Beratungsergebnisse publiziert würden, damit man sehen kann, was war denn eigentlich der Rat, der kann ja auch einmal falsch sein. Es kann auch sein, dass ein Beirat einmal was Falsches empfiehlt. Aber dann ist das wenigstens alles nachvollziehbar. Das wäre schon ein Fortschritt, wenn das transparenter würde. Auch in Deutschland gibt es den Sachverständigenrat für Umweltfragen unter anderem. Das wird alles publiziert, auch wenn die Sachverständigen unterschiedlicher Meinung sind. Richtig. Und das finde ich ja ganz spannend. Also bei allen Respekt, ich schätze immer, wenn du Informationen gibst, aber ich brauche andere Informationen und meine Meinung bilde ich mir durch Dialoge, durch Diskussionen, durch Gespräche, aber unterschiedlicher Natur. Dialog ist das Fundament der Demokratie, das Form. Vielleicht kann ich da noch was ergänzen. Was wir versucht haben in der Wissenschaft, ist, dass wir ein Climate Change Center gegründet haben, also dort, wo alle klimaforschenden Einrichtungen Österreichs beisammen sind, in einem Gremium. Und wir versuchen sozusagen die wissenschaftliche Diskussion vorne wegzuführen und dann Ergebnisse zu publizieren, wo wir sagen, da sind wir uns alle einig. Da ist es abhängig davon, welche Voraussetzungen man setzt, sodass es nicht darum geht, dass der Politiker einmal den einen fragt und dann den anderen und so lange sucht, bis er wen findet, der das sagt, was er gerne hören wollte, sondern dass wir wirklich gemeinsam etwas sagen. Und deswegen haben wir auch den Sachstandsbericht publiziert, deswegen publizieren wir regelmäßig Ergebnisse, die sozusagen diese wissenschaftliche Diskussion vorwegnehmen, weil wir wegkommen müssen davon, dass sich das früher Wirtschaftsministerium seinen Beirat hält und das Umweltministerium seinen Beirat und die kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen und jeder ist glücklich, weil er wissenschaftsbasiert arbeitet. In Wirklichkeit geht es um die Voraussetzungen, die gemacht werden und diese Unsicherheit zumindest kann man sehr, sehr leicht auflösen. Die zweite Frage, bitte. Ich möchte auf die Rolle Österreichs, also im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, hätte ich eine Frage. Warum gibt es zum Beispiel in Holland, in Dänemark oder in anderen skandinavischen Ländern wirklich positive Entwicklungen, die von Österreich anscheinend überhaupt nicht beachtet werden? Also ich finde die Rolle also innerhalb der Länder von Österreich ehrlich gesagt ziemlich beschämend. Woran liegt das? Das ist eine schwierige Frage. Ich teile Ihre Meinung weitgehend. Wenn ich mir jetzt gerade anschaue, dass wir gerade mal 30 Millionen Euro für den grünen Klimafonds zur Verfügung stellen, also ich glaube, ein Teil davon ist schon das Demokratieverständnis und die Transparenz. Also gerade die skandinavischen Länder sind extrem transparent in ihren Entscheidungen und in den Argumenten. Ich glaube, dass die Demokratie auch dort noch eine ehrlichere ist. Ich verstehe nicht ganz, warum es nicht möglich ist, einer Partei zu sagen, ja, ich möchte
diesen Weg gehen. Zum Beispiel, ich glaube an Marktmechanismen und deswegen will ich keine Steuer einsetzen, weil das ist ein staatlicher Mechanismus. Ich möchte, dass der Markt das regelt und ich möchte dem Markt diese oder jene Rahmenbedingungen geben, damit er das auch regeln kann. Oder ich sage, ich glaube, der Markt regelt das von alleine. Oder wer anderes sagt, der Markt hat bis jetzt versagt, in diesem Punkt auf jeden Fall. Ich glaube, wir brauchen staatliche Eingriffe und würden das so und so machen. Das wird bei uns nicht explizit, das wird bei uns alles so verschwommen. Und das war auch in diesem Wahlkampf sehr schwer. Wir haben versucht, die Wahlprogramme der Parteien zu vergleichen. Es ist sehr schwer, weil so vieles so unausgesprochen irgendwo mitschwingt, aber es ist nicht wirklich da und man kann es nicht wirklich fassen. Und man weiß nicht wirklich, was man da jetzt wählt oder nicht wählt. Ich denke, dass die Bevölkerung durchaus in der Lage ist, mit klaren Aussagen umzugehen. Dann weiß sie wenigstens, wo sie dran ist und dann kann sie sich dementsprechend entscheiden, kann sie auch auf die Straße gehen, dagegen protestieren oder dafür protestieren. Das ist ein Teil der Demokratie, das finde ich ganz in Ordnung. Aber man kann nicht etwas ausverhandeln, wenn die Positionen nicht klar sind. Dritte Frage und dann hier die vierte Frage. Ja, Frau Professor, Sie haben schon kurz Aspekte der Landwirtschaft angesprochen. Ich möchte aber auf zwei konkrete Themen dabei noch gehen. Nämlich das erste ist der Verbrauch von Wasser als wesentliche Ressource. Aus meiner Sicht derzeit eine katastrophale Entwicklung, zum Beispiel im Getreidebereich. Mais zwar wärmeliebend, passt ins Klima, aber ist kontraproduktiv, was Wasser anbelangt. Und das zweite, was mit dem Wasser zusammenhängt, keine Einschränkung in Österreich derzeit im Bereich Stickstoffdüngung, organisch und anorganisch, also hat nichts mit organisch oder jetzt Kunstdünger zu tun per se, sondern mit dem Stickstoff als solchem. Vorbild Deutschland, man hat dort zumindest zwar eine recht komplizierte Verordnung geschaffen, aber die ist zumindest einmal ein Ansatz dafür, schützt das Grundwasser vor Nitrat und gleichzeitig die nitrosen Gase als klimaschädliche Gase viel wirksamer als CO2. Mhm. Könnten Sie da ein bisschen dazu was sagen? Das passt vielleicht auch zur vorigen Frage noch dazu. In Österreich ist die Politik sehr stark von Interessensgruppen getrieben. Und die Interessensgruppen sind leider zum Großteil nicht gekennzeichnet durch einen sehr breiten Blick, sondern das sind sehr kurzfristige und sehr enge Interessen. Und das passt vielleicht auch zu meiner ersten Maßnahme als Klimaministerin, einfach einmal versuchen, einen Wissensstand herzustellen. Weil ich glaube, vieles, und da nehme ich jetzt die Universitäten aus der Kritik nicht aus, vieles wird einfach nicht angesprochen, wird auch falsch unterrichtet. Und ich glaube, da muss man schon ansetzen, dass in der Ausbildung, und das geht ja weiter, nicht? Also die Leute, die aus der Universität rauskommen, die tragen das dann weiter, wo immer sie tätig sind, als Berater oder als Landwirte. Also da in der Landwirtschaft ist sehr viel zu tun. Da ist in Österreich wirklich sehr viel zu tun und ich glaube, da geht es nicht darum, wer ist jetzt böse, sondern da geht es darum, wie schaut es aus, und das ist überhaupt das, wie schaut ein zukunftsfähiges Österreich aus und was muss sich dabei verändern. Du hast vorher das Wort Verzicht gebraucht, ich verwende es möglichst wenig. Ich rede eigentlich viel lieber von Gewohnheitsänderungen und es geht darum, es geht einfach darum, um Gewohnheiten zu verändern. Und ich glaube, das ist eigentlich eines der Hauptprobleme, dass die Bereitschaft zur Veränderung nicht da ist, weil auch die Notwendigkeit nicht unbedingt eingesehen wird. Und wenn die Art der Ernährung sich ändern würde, würde sich auch die Landwirtschaft ändern. Das würde sich automatisch ändern, ja. Bitte. Ja, wenn es gestattet ist, würde ich eine Frage teilweise beantworten und eine Frage stellen. Frage 2. Ich bin häufig in Rotterdam. Ich bin häufig in Rotterdam und die fürchten sich einfach überschwemmt zu werden. Also Panik. In Holland wie Niederlande hat die Regierung viel versprochen, nichts getan, wie überall. Da hat sich vor 2 Jahren eine NGO... Sie haben geklagt. Wie? Die haben geklagt. Ja, ich habe den Namen vergessen, wie die hieß. Die haben geklagt, ist durch den höchsten... zum Höchstgericht gegangen und die Regierung muss diese NGO jetzt Millionenstrafe zahlen. Und obwohl eine sehr rechtskonservative Regierung, haben die Holländer jetzt massive
Maßnahmen ergriffen, um das Klima zu schützen. Die will ich jetzt überhaupt nicht bewerten. Meine andere Frage, ich bin häufig bei der UNO zu rein fachwissenschaftlichen Tagungen und vor 4 Jahren ist mir schon aufgefallen, beim Security-Check am Eingang gibt es diesen großen Poster mit diesen 17 Development Goals of the United Nations. Wie ich das erste Mal gesehen habe, war ich umgeworfen. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Meine Frage bei uns in der Politik, aber auch in unseren Qualitätsmedien, wird das überhaupt nie erwähnt. Es kommt einfach nicht vor, weil seit 4 Jahren habe ich die Augen offen, um es irgendwo zu sehen. Gibt es da eine Erklärung? Vielleicht noch zum ersten. Geht vielleicht auch schon in die zweite Frage hinein. Es gibt eine Bewegung, die heißt Ökozid, Ecocide. Das ist eine Bewegung, das ist von der Polly Higgins, die inzwischen leider verstorben ist, einer Anwältin aus den UK, gestartet worden. Die will zu den Verbrechen gegen die Menschlichkeit noch ein weiteres hinzufügen, nämlich das Verbrechen gegen die Umwelt. Und der Gedanke ist, so wie bei den anderen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sind nicht Organisationen verantwortlich, sondern Personen. Das heißt, es zahlt dann nicht die Regierung, die ja letzten Endes das über Steuern wieder von uns allen einkassiert, sondern der Minister und der Bundeskanzler mit ihrem persönlichen Vermögen oder sie gehen ins Gefängnis. Und das gilt auch für Wirtschaftsunternehmen. Also wenn irgendeine Umweltkatastrophe passiert, dann haften die Entscheidungsträger persönlich. Und ich halte das für einen ganz, ganz wichtigen Schritt. Und wie das ursprünglich vorgesehen war zu der Zeit, wie die anderen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wie Völkermord und so weiter, wie die verhandelt wurden, da war das auch noch dabei. Und Österreich hat sich damals dafür eingesetzt, dass das aufgenommen wird. Haben sich damals unter anderem die Niederländer, weil dort gibt es ja Shell und andere große Firmen, die da ein bisschen Probleme hätten, haben sich dagegen ausgesprochen und es drohten sozusagen die anderen Verbrechen zu scheitern daran, dass man dem einen festgehalten hat und das ist dann fallen gelassen worden. Aber ich glaube, es wäre hoch an der Zeit, das wieder einzuführen und das ist, wenn ich das richtig verstehe, der Prozess ist nicht schwierig, das in die UNO einzubringen und man braucht dann dort, das müssen nicht alle zustimmen, man braucht nur eine relative Mehrheit sozusagen und die Länder, die zugestimmt haben, für die gilt es dann und das Interessante ist, dass Wenn man jemanden in einem Land, das unterschrieben hat, anklagt, auch wenn der von woanders ist und der kommt, der reist in dieses Land, dann kann er dort verhaftet werden. Das heißt, es können die Menschen in jedem Land zur Verantwortung gezogen werden, dass dieses Recht unterschrieben hat. Also ich hielte das für ein ganz wesentliches Gesetz, weil es persönliche Verantwortung schafft. Und die ist, glaube ich, schon was Wichtiges. Zu den Entwicklungszielen. Ich weiß auch nicht, warum sie in Österreich kaum wahrgenommen werden. Österreich hat man muss so Zwischenberichte abliefern, wie weit man schon ist. Und Österreich hat den spätestmöglichen Termin gewählt, das ist nächstes Jahr. Und jetzt wird derzeit gerade gearbeitet an diesem Bericht. Wenn ich das richtig verstehe, wird das ein Jubelbericht, wo einfach alles, was sich irgendwo unter diesen 17 Zielen zuordnen lässt, auch aufgeführt wird. Das ist schon gut, dass man stolz ist auf das, was man tut. Aber eigentlich sollte man diese Ziele als etwas sehen, was ermutigt, mehr zu machen, was zeigt, was man noch alles tun könnte. Da kann ich Positives aus den Universitäten berichten. Die Universitäten haben ein Projekt aufgesetzt, das nennt sich Uninetz, wo wir versuchen, die Entwicklungsziele in die Universitäten, in die Curricula, in die Lehre, in die Forschung hineinzubringen. Und es haben 15 Universitäten sich bereit erklärt, mitzumachen. Sie haben jeder Verantwortung für ein oder mehrere dieser Ziele übernommen und da koordinieren sie jetzt die gemeinsame Arbeit von allen Universitäten zu diesem Ziel, um letzten Endes einen Optionenbericht für die österreichische Bundesregierung zu erstellen, weil wir das Gefühl haben, selber wird's nicht. Das heißt, wir wollen der Bundesregierung ein Papier an die Hand geben, wo drinnen steht, ihr könntet A, B, C, D machen, das würde alles helfen, um die Ziele 1, 7 und 13 zu erreichen, also Optionen aufzeigen. Noch einmal, Wissenschaft macht keine Politik, Wissenschaft kann nur aufzeigen, was könnte gehen, was hat welche Vorteile, welche Nachteile. Aber der Nebeneffekt ist, dass wir,
wahrscheinlich jetzt eine ganze Generation von Absolventen kriegen, die die Entwicklungsziele tatsächlich kennen und die hoffentlich auch noch rechtzeitig ins Berufsleben kommen, um vor 2030, wenn das sozusagen erreicht sein soll, auch noch kräftig mitzuwirken, dass Österreich den Vorsprung, den die anderen jetzt schon haben, weil sie schon seit 15 dran arbeiten, wieder hilft aufzuholen. Fordern Sie es ein, wo Sie können. Haben wir noch Zeit für eine Frage? Ich würde sagen 5 Minuten oder so. Okay, gleich. Ihr habt da ziemlich weit hinten und dann kommen Sie. Guten Tag. Ich hätte eine Frage zur Migration und zwar, wie sich die Temperaturwärmung auf Migration auswirkt. Ich habe vorgestern über den IPCC-Bericht was gelesen, dass es 2100 circa 30 bis 90 Zentimeter Erhöhung des Meeresspiegels geben wird, je nach den Klimamodellen, und bis zu 750 Millionen Menschen quasi ihren Lebensraum verlassen müssen. Wie schaut es 2050 aus? Gibt es da schon Zahlen, Modelle und auch was Sinken des Grundwasserspiegels etc. betrifft? Das heißt, wo kein Leben mehr möglich ist, wie viele Leute werden sich in Bewegung setzen? Und anschließende Frage, was kann man dagegen tun? Vielen Dank, wir nehmen die andere Frage gleich dazu. Ja, ich wollte nur fragen. Jetzt? Ja. Ich wollte nur fragen, wir sind jetzt ungefähr, glaube ich, bei 100 Millionen Tonnen pro Tag CO2-Emission. Das entspricht ungefähr 36,5 Milliarden. Wie viel müssen wir sozusagen reduzieren, dass wir klimaneutral werden? Dass wir sozusagen, stellen wir vor, das wird wahrscheinlich die Hälfte sein. Mehr. Noch mehr? Mehr? Na, 95%. 95%. Ja, das ist ja Ding der Möglichkeit. Wir können etwa zwischen 5 und 10% können wir tatsächlich über mehr Speicherung im Boden, im Holz erreichen. 95% bis 2045. Doch, es ist machbar. Das ist machbar, wir müssen es nur wollen. Und 50% bis 2030. Also die Hälfte bis 2030. Ich glaube, ich sollte mal, Friday for Future wird nicht reichen. Es würde heißen Everyday for Future. Das heißt, im Prinzip müssen die Jugendlichen jeden Tag auf der Ringstraße, ich stelle mir vor, so 50.000 bis 60.000 marschieren, jeden Tag, nach der Schule. Warum die Jugendlichen, warum nicht wir? Nein, weil die Alten das nicht kapieren, die verstehen das nicht. Das sind wirklich wenige sind das. Okay, Sie haben es auch verstanden und über das Verständnis unserer Generation wollen wir nicht diskutieren. Also die 5,1%, das ist das eine. Ja. Und also, dann die andere Frage zu den Klimaflüchtlingen. Die Zahl ist, glaube ich, etwas, was man sich schon merken sollte. Die Hälfte bis 2030 und dann jedes Jahrzehnt wieder die Hälfte. Dann kommen wir auf die 95% bis 2045. Und das in allen Bereichen. Also halb so viel Kilometer fahren, halb so viel Schnitzel essen, halb so lang duschen und. Also jeder alles die Hälfte. Ist einmal ein guter Anfang. Ja, es gibt Zahlen für 2050. 2050 gehen wir davon aus, dass es ungefähr 200 Millionen Klimaflüchtlinge geben wird, die aufgrund der Veränderungen des Meeresspiegels, des Steigen des Meeresspiegels, aber auch des Ausbleibens des Monsuns und ihre Heimat verlassen werden müssen. Da sind nicht die dabei, die durch zusätzliche Kriege, die daraus entstehen, auch ihre Heimat verlassen müssen. Ich muss aber dazu sagen, dass diese Szenarien über den Meeresspiegel Spiegelanstieg immer noch auf der vorsichtigen Seite sind, in dem Sinne, es könnte auch noch viel stärker und viel schneller steigen und dann haben wir noch mit viel mehr Menschen zu rechnen. Und ich sehe im Moment nicht die Politik, die sich darum kümmert, weil im Grunde genommen, wenn wir 200 Millionen Menschen bis 2050 irgendwo unterbringen wollen, dann müssen wir anfangen, darüber nachzudenken, wie wir das bewerkstelligen. Vielen Dank. Wir sind am Ende dieses Diskussionsblocks angekommen. Ich möchte mich sehr herzlich bei den Veranstaltern bedanken, beim Institut für die Wissenschaft des Menschen, den Time to Talk und dem Wien-Museum, die dieses Festival ermöglichen. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir, liebe Helga, bedanken für die Offenheit, für die klaren Worte, die du wieder einmal gefunden hast und ich bin überzeugt, nicht zum letzten Mal gefunden hast und das ist notwendig. Ja. Und ich möchte mich vor allem bei Ihnen, dem Publikum, bedanken, dass Sie gekommen sind, dass Sie Fragen gestellt haben. Unterstützen Sie die Kinder und die Jugendlichen, aber verlassen Sie sich nicht, dass Sie alleine es tun,
aber unterstützen Sie die Kinder. Sie sind unsere Zukunft. Vielen Dank für heute. Danke.